Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming und heute wieder mit einem kleinen, aber feinen Guide-Tutorial. Und zwar, wie ihr an die Kletterrüstung kommt. Die Kletterrüstung ist ja extrem wichtig, damit ihr solche Berge hier schneller erklimmen könnt. Und das geht um einige schneller. Ich glaube, wenn die voll aufgestuft ist, um ca. 50%. Und wie ihr an die drei Teile Kletterhandschuhe, Kletterstiefel und Kletterkopftuch kommt, das zeige ich euch in diesem Video. So, das Kletterkopftuch findet ihr näher der vom Turm der Zwillingsberge, und zwar in dem Ridahi-Schrein. Dort ist das Kletterkopftuch. So, und wie ihr an das kommt, da schauen wir jetzt gleich mal rein. Ich habe es übrigens schon eingesammelt, aber ich zeige euch die ganze das ganze Rätsel sozusagen, zeige ich euch jetzt nochmal, was ihr da machen müsst. Da gibt es nämlich eine Kiste, die ist ziemlich tricky zu bekommen. Aber ich zeige euch auf jeden Fall, wie ihr diese Kiste bekommt. So, Ridahi-Schrein. Sieht man das von hier? Nee, aber da ganz hinten, da ganz oben ist eine Kiste, und ich zeige euch jetzt im Schnelldurchlauf, wie ihr das machen müsst, dass ihr die Kiste bekommt. Viel Spaß! So, und in dieser Kiste befindet sich somit das erste Teil, das Kletterkopftuch. Und ich würde sagen, ab zur zweiten Kiste, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Um das nächste Set-Teil zu holen, das wären die Kletterhandschuhe. Dazu müsst ihr zum Schuppenkamm. Befindet sich auf der Karte ziemlich weit rechts. Und da gibt es einen Schrein. Das wäre der Muihimu-Schrein. Und von diesem Punkt aus hier könnt ihr jetzt hier rüber gleiten zur Hateno-Insel. Und zwar zu dem Kashu-Keta-Schrein. Ihr braucht da ungefähr einen kompletten Balken Ausdauer. Also schaut, dass ihr genug Ausdauer habt. Und ich würde sagen, da fliegen wir doch gleich mal rüber. In dem Schrein angekommen, erwartet ihr euch eine Prüfung, und zwar eine Kraftprobe schwierig, und ihr müsst gegen einen Nano-Wächter Stufe 4 kämpfen. Der ist wirklich nicht einfach, aber mit den richtigen Waffen und mit der richtigen Rüstung, man sollte vielleicht eine Rüstung schon einmal abgegradet haben, geht es schon. Ich habe es eigentlich ganz leicht gemacht. Nehmt euch viele Eispfeile mit, könnt ihr den immer schön stunnen und dann in der Zeit, wenn der eingeeist ist, schön Schaden machen drauf. In der letzten Phase, wenn er dann seine Laserstrahlen abschießt, das habe ich einfach mit dem Schild weggeblockt und hat wirklich super funktioniert. Also das ist gar nicht schwer. Ein bisschen Übung und dann habt ihr das auch. So, dann einfach hier durch. Und da hinten ist dann auch das gute Stück in der Truhe drin. Und somit habt ihr schon mal die Kletterhandschuhe. So Leute, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Location. Bis gleich. Und wir sind direkt bei der nächsten Location.
Die nächste Location für die Kletterstiefel und das letzte Rüstungsteil wäre im Brennellgebirge. Das ist hier oben. Ich zeige es euch nochmal. Langsam. Genau dafür portet er am besten zum Hateno-Institut. Und dann können wir auch da direkt drüber. Ich muss aber gleich eins dazu sagen. Ihr solltet euch auf jeden Fall mit den Winterwarms ausrüsten oder dementsprechend noch Bufffood dazu, damit ihr ein bisschen kälteresistent seid, weil da oben ist es ziemlich kalt. Also einfach eine Chili mit 2-3 Äpfel mischen und dann habt ihr schon ein gutes Rezept, würde ich sagen, für eine Kälteresistenz. Genau, nehmen wir einfach mal das hier. Genau. So, Winterwarms sind ausgerüstet. Genau, somit müssten wir eigentlich schon Level 2 haben und wir gleiten einfach da gerade rüber. Ich werde es aber jetzt ein bisschen beschleunigen. Bis gleich. Und somit seid ihr genau an der Location, wo ihr hin müsst. Ihr seht ja schon, hier sind ein paar Felsbrocken, ganz komische Felsbrocken bei der Wand. Und genau da müssen wir rein. Das heißt, wir nehmen das Bombenmodul, machen einmal unsere Bombe scharf und sprengen auf. Und schon seid ihr da drin. Das war aber auch schon die ganze Aufgabe von diesem Rüstungsset. Ihr habt da drin, müsst ihr nichts mehr tun, außer die Rüstung looten. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Ist denn übrigens der Tanoa-Schrein. Genau, wie gesagt, hier drin müsst ihr keine Rätsel mehr lösen. Das Rätsel war ja eigentlich, dass ihr diesen Schrein findet. Und damit haben wir auch das letzte Setteil. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Und somit hier die Kletterstiefel. So. Genau, das wäre das komplette Set. Ihr seht schon, ihr habt natürlich hier viel, viel höheres Klettertempo. Und wenn es, glaube ich, komplett aufgestuft ist, könnt ihr im Klettern noch springen und verbraucht dabei 50% weniger Energie. Das heißt, dass ihr auch 50% weiter damit kommt. Also die Berge, es gibt keinen Berg mehr, den ihr nicht schaffen werdet wahrscheinlich. So Leute, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Es werden demnächst bestimmt auch noch mehr Guides oder Tutorials kommen zu The Zelda. Genau, und ansonsten würde ich sagen, reingehauen, ciao, ciao, euer Andi.